Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Kleinstauf mit dem Ostrhein. Hallöchen. Wir fahren das Wasserfass umtauschen. Gefahr, was in der Überraschung noch Kalke. Oha. Reifen So. nicht sauber, der Trecker komplett eingesaut. Ah, wenn ich jetzt hier verwiese. Schießen. Universal, ja, Universal, Reifen, No Kern oder Lizard, No Kern. Ja, warte mal, wo kann man dich denn jetzt ankuppeln hier? Mich trägt das Mähwerk mit nach Hause. Ich habe ja vorne am Gewicht noch einen Attacher dran. Ich meine, der Stimmt. Trecker geht jetzt ein bisschen nach vorne runter irgendwie. Kann ich nicht verstehen, wieso. Er schwebt irgendwie mit der Hinterachse so minimal. Vorne die Achse, vorne der Reifen ist komplett eingedrückt. Nein, 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 nein. Er wollte schweben gehen. Wollte. Seitwärts. Okay. Also sich eine Runde schlafen legen, eventuell. Es war noch viel zu Alter. früh. Wollte gerade sagen, also wir haben ja 11 Uhr Träger. Dass man jetzt auch noch den Deckel öffnen muss zum Einladen. Muss man Nee. nicht. Doch, doch, beim Achso. Farmer-Handpack schon. Oder LSFM-Pack. Ich fall dumm. Die sind ja nicht mal bei der Modding-Welt, deswegen. Ja, aber los, sind immer voll dumm mit dem Deckel öffnen. Ja, war aber schon immer so. Weil es ja realistischer sein soll. Was denn? Okay. Was denn? Ich wusste nicht, dass man zum Beispiel bei Fässern das immer noch oben rein macht. Wasser zum Beispiel, oder Gülle. Ja gut, ist richtig, aber... Vor allem das Ding hat ja sogar eine eigene Pumpe, das ist ja das Witzige. Ja, deswegen ist das eigentlich nicht realistisch, sondern. Unrealistisch, ja, ich weiß, aber naja. Der Trecker wiegt 7,5 Tonnen, das Gespann jetzt wiegt 21 Tonnen. Nein. Also 21,5, aber. Hey, wo siehst du das denn? Wie viel der. Unten, unter der Betriebsstundenanzahl. Achso. Die ganz linke. Wiegt nur Da, wo wieder wie viel? total, da, wo total steht, da. Insgesamt? Das ist Was? insgesamt und das andere, das ist das Gewicht vom Trecker. Achso, also der Trecker wieder eine Tonne. Okay. Ja, da hat er das so eingeschrieben. Und der Rest von der Schaufel über das Kalkscheuer wiegt nur 200 Gramm. Okay. Der ist bei total mit eingerechnet. Ja, links steht eine Tonne ist der Trecker. So, und dann bei Total ist 1,2 Tonnen. 200 Kilogramm. Lol. Ergo, muss von der Schaufel plus der Kalkstrahl noch 200 Kilogramm wiegen. Ja. Doch. Nee, ich wollte nicht mit dem kompletten Trecker mal einen Zaun fahren bei den Kühen. Mal anklopfen, hallo. Habe ich schon. Stopp. So, mal kurz. Oh nein! Ahem. Alles war gut. Füllstandsanzeige, da kann von außen sehen, wie voll das Fass noch ist. Genau. Das läuft einfach so durch den Wasserkran hinten raus in die Erde und läuft trotzdem in den Trog. Ah ja.
Wollte gerade sagen, also das Fass jetzt nicht reicht. Reicht das? Was? Reicht, das war's. Ja. Da sind immer noch 5000 Liter drin, ne? Lol. Mit dem anderen Fass hätten wir jetzt drei Fahrten gebraucht. Nee. Zwei. Zwei oder drei, ich weiß gerade nicht genau. Heute Schafe haben auch noch was gesoffen. Hast du, dass die Lenkachsen beim Rückwärtsfahren gesperrt sind? Nur beim Kartoffelruder, da haben sie sie nicht gesperrt. Da, wo es dann am schwierigsten ist, mit rückwärts zu fahren. Also auf der Hofbergbahn haben wir uns immer beschwert, dumme Lenkachse. Ja, teilweise, aber manchmal ist die echt praktisch, wenn du dann so wirklich in engen Passagen mit so einem Tandemhänger rückwärts setzt. Boah, ich weiß noch, Gams Ding mit dem Kartoffelroder. Auch wenn es abgefuckt hat mit dem Kartoffelroden. Es war geil. Moment mal, wieso ist da jetzt eigentlich so... Ja, egal. Oh, bis 12. Ja, das passt. Fehlt nur ein bisschen Silage. Juhu, kann ich ja schon mal auffüllen fahren, den Kalkstreuer. Außer dann das letzte Mal sein. Das letzte Feld oder was? Bin ich schon. Kannst auf der Karte gucken, wie weit ich beim letzten Feld bin. Hä? Ja, könnte ich, aber ich fahre gerade noch. Leer. Ja, okay, die 20 Liter. Habe ich eine komplette Karre Mischfutter gemacht, jetzt sind es nur 5 Tonnen, die der braucht. Ja, und? Ist ja nicht schlimm. Kannst du einlagern. Ja, das finde ich gut, dass wir das Lager gekauft haben. Muss halt dann später nicht mischen dann. Ja, 11 Tonnen, na gut. 11 Tonnen sind 11 Tonnen. Muss wahrscheinlich einen Tag lang nicht mischen oder so, ist keine Ahnung. Na, zwei. Na, drei. Was geht denn jetzt ab? Was brauche ich denn jetzt alles hier? Heusilage. Fahre ich lieber einzeln Silage rein? Haben wir mehr von. Sowas mit Cursplay machen zu lassen, das wäre geil. Naja, ne. Wir wissen was mit Crossplay und Multiplayer und. Ja, das geht nur auf den Standard mit. Was brauche ich noch? Aber wieso funktioniert Strömung. denn das nur auf der Standard-Map? Keine Ahnung, weil der da halt alles. Der hat ja nur die Standardwerte vom Spiel. Die Modkarten sind ja aufwendiger zu berechnen. Was ist das für ein großer Trigger bei dem Silo-Pack? Keine Ahnung. Guck mal, wo ich stehe. Ja, habe ich gesehen. Ja, und da geht er auf. Dachte, so lade ich jetzt. Naja, scheißegal. Haben immer noch unsere Notration Heu auf dem Hof liegen. Der Walter dreht durch. Ah, jetzt. Waltra, nicht Case. Weiter. So. Wir einfach nur weitermachen, benutzt er nur zum Grubbeln, schon 2,5 Stunden drauf hat. Ich habe 5,9 drauf hier mit dem Fendt. Ja, ist ja Der wird logisch. für alles benutzt. Ja, auch, ja. Also eigentlich, ja,
ziemlich ausgeglichen. Also was Scorpion halt. Ja. Aber trotzdem nur vom Grubbern. Zweieinhalb Ja. Stunden, 2,5 Stunden. Ja, zwei. Boah, ich glaube, ich fahre jetzt wirklich mit dem Dings. Beim großen Kipper. Das sage ich doch. Ja, das sieht nicht so viel aus, weil du halt nicht einschätzen kannst, wie viel das jetzt wirklich ist. Das war knapp. Du hast mich berührt. Hä, lol. Er hat bloß mich weggecatcht. Hat keiner gesehen. Wenn er immer umkonfigurieren muss. Mimi. Er ist doch so. Hier mit dem Güldner jetzt Kalk schon vorne. Warum nicht? Dann müssen wir gleich dünn fahren. Danke, Fabi. Das ist richtig an Ossi. Wir müssen mit dem gleich düngen fahren. Ja. Weil der hat die Pflegepreifung bekommen. So. Konfigurieren. Nee, stopp. Ja. Ist ja jetzt halt wirklich schon drei Folgen dran, was ist mit Kürfüttern? Ja, und ich bin noch nicht fertig, ne? Ich habe innerhalb von drei Folgen geschafft zu grubbern und zu kalken. Was sind sie denn? Ja, genau. Multivaltra-fähig. Ah, ja, dann muss ich auch noch laden. Ah, Leute, es hat keine Kollision, finde ich gut. Ah, gleich kann es auch noch Gras schnibbeln gehen. Das ist mir gerade mal auffällt, du hast noch nicht kontrolliert, ob die Aufnahmen ordentlich sich anhört. Es stimmt. Naja, egal, ich bin ja gleich kurz weg, dann hast du ja kurz Zeit. Schau, dann schicke ich den Case zum See. Oder? Geht das? Ich glaube Ja, schon. kannst du machen. Und dann fahre ich von den MB-Tag dann Gras schwimmen. Guck mal, während ich weg bin, oder was? Nein. Natürlich nicht. Für den nächsten Folgen schon mal den Fahrplan geschrieben. Oh, jetzt fahre ich ja viel schneller irgendwas hin und her. Mit der kleinen Karre. Was ich irgendwie schon geiler fände, wenn wir noch irgendwie so einen anderen Anhänger noch hätten, oder? Nur so Haben einen wir auch. großen. Naja, muss halt nur umkonfigurieren. Ja, komm, was willst du denn mit drei Kipper? Ja, das ist das andere. Wobei der eine läuft ja eigentlich nur als, Ja, wenn du den bräuchtest, halt könnte man halt den umkonfigurieren noch. ja. Ja, nee, das, so viel lohnt sich da nicht. Dann kann ich besser mit dem Futtermischwagen selber fahren. Ohoho. Noch eine komplette Karre reingegangen. Kollege Lol. Schubkarre oder was? Ja, klar. So, Gras ist jetzt im grünen Bereich. Wenn ich jetzt noch eine Karre fahre, ist das zu viel. Also fahre ich jetzt eine Karre. So. Und noch eine Karre Silage.
Na gut, eigentlich, ja doch, eine Karre reicht. So, das reicht erstmal an Stroh, hoffe ich. Hoffst du? Was? Die Folge hat 4,2 GB, oh Mann, ey. 13,3. Und ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da, schaut beim Ausland vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao!